So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Ball Dokkan Battle. Ich mach direkt eine Ziehung. Es gibt ein neues Ziehungsdings, Pure Saiyans und kostet nur 30 Dragonstones, deswegen machen wir das direkt einfach mal. Denn wir haben 30 Dragonstones. Und wir ziehen einfach mal reine Saiyajins, wobei ich glaube, dass da auch nicht so reine dazwischen sein können. Was mich ein bisschen verwirrt, aber egal. Wir haben ein Vegeta? Vegeta. Aber irgendeine Tireless Training, irgendeine Grundversion. Ich weiß nicht von wann. Ein Trunks? Ein Kind Trunks, okay. Ne? Ist glaube ich nicht so gut. Ein Gohan. Gohan freut mich. Ultimate Gohan, das ist aus der Buu-Saga. Eine Videl, die nicht wirklich gut ist. Ein... Ja, den kennen wir schon. Von diesen Tree of Dingsbums. Oh, ein Goku nochmal. Den habe ich schon mal, ne? Das ist gut. Da habe ich den zweimal. Oh, wir kriegen... Raditz Giant Ape Version. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Keine Ahnung. Und ein Gohan nochmal, der nicht so gut ist. Glaube ich. Oh, wir kriegen einen Muten Roshi. Den habe ich auch schon mal. Glaube ich. Hey, wie viel kriege ich denn noch? Das ist nochmal ein Goku. Oh. Irgend so eine Rage Goku Version. Super Saiyan Goku. Okay, wir gucken uns einmal durch die Charaktere durch. Er hier ist 0815 Kacke. 0815 Kacke. 0815 Kacke, verdammt. Die sind sowieso 0. Den habe ich schon mal. Wenn ich ihn hier auf Ultra habe, dann kann ich den hier wenigstens weiterverwenden. Ich glaube, er hier ist ganz gut. Raditz. Bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich glaube ja. Ich hoffe es. Einen, den ich schon habe. Ich glaube, den hier hatte ich auch schon mal, der wäre auch nicht gut. Die kann ich beide nach Hause schicken. Und er hier, der ganz gut sein könnte. Die Jindo Junes gibt es, glaube ich, bei Dokkan-Events als Bonus-Sachen zu kriegen. Habe ich noch nicht gesehen, diesen Charakter. Okay, cool. Freut mich. Machen wir direkt noch eine Freundesziehung hinterher, weil ich sowieso den Tagesauftrag noch nicht erledigt habe. Und dann jumpen wir direkt in The Tree of Might wieder rein. Pull. Wir kriegen ein Bild, zweites Bild, vielleicht mal Super Saiyan 3. Oh ja. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich den Super Saiyaman. Das ist Herkul-Statue. Tien Shin Han. Herkul. Oh, ein Android. Ja, okay, dann kriegen wir die halt. Eins von beiden war klar, dass wir die kriegen. Nochmal ein Herkul. Noch eine Statue, ein Cyberman, Cyberman. Und das war's. Jo. Und dann jumpen wir doch direkt mal in den Tree of Might, falls es den überhaupt noch gibt. Ich hoffe es mal. Oh, geht hey, Heroes Party. Heroes Legacy kenne ich nicht. Aber wir wollten den Baum der Macht, den es nicht mehr gibt. Das heißt, wir gehen in Dragon Ball GT. Einfach, weil ich irgendwas haben möchte, was ich spielen kann. Special Friend. Das ist ein Super, das nehmen wir, deswegen nehmen wir unser Super-Team. Und, ja, wir gehen einfach mal rein. Und gucken mal. Ich kenne GT gar nicht. Ich habe GT nie geguckt. Aber ich kenne die Gegner. Das ist... Ich weiß nicht, ob der Baby oder Barbie ausgesprochen wird. Ich nenne ihn einfach mal Barbie. Und das ist Barbie in Super Saiyajin goldener Affe-Form, wie auch immer man das nennt. Also der Affe in Super Saiyajin im Grunde genommen. Und das ist Goku in Super Saiyajin 4. Kamehameha. Und er schießt jetzt Barbie in... Ja, ins Universum, paaren wir zur alten Oma und das ist ihr Enkel. Und sie erzählt ihm jetzt über seinen Großvater Goku. Und wie es aussieht, sind wir nach GT sogar. Das freut mich. Wir gehen einfach mal den Weg, weil ich die Gegner gerne mal sehen möchte. Und wir gehen einfach mal rein.
Und gucken mal, was der Gegner so drauf hat. Das sind irgendwelche Soldaten mit Pistolen, okay? Ich habe das auf meinem... Ich habe ja einen Hauptaccount, auf dem ich regelmäßig spiele. Und da habe ich das noch gar nicht gesehen, dass es jetzt eine GT-Version auch gibt. Dann weiß ich ja, was ich gleich spielen werde. Dass es neue Missionen gibt, habe ich gar nicht gesehen. Das stört mich ein bisschen, aber sind auch nicht so herausfordernd. Ich spiele auch nur auf normal, ne? Bam, weg ist er. Der war locker easy. Wir gehen nicht nochmal in die Reihen. Ich wollte einfach nur sehen, was es ist. Und dann gehe ich da halt direkt lang. So, wir nehmen die 2 und die 1. Und dann jumpen wir in diesen komischen Gegner, der irgendwie aussieht wie ein Alien. Wer weiß, was er ist. Mal gucken. Irgendein Typ mit Speer, der nicht mit uns redet. Oder ist das ein... Ich weiß nicht, ist das ein Drache? Wer bist du? Kann ich dich anklicken und du sagst mir, wer du bist? Nö. Schade, dass die Gegner hier nicht vorgestellt werden. Ich hätte es gerne gewusst. Muss ich drauf verzichten. Ich hatte irgendwie gehofft, dass ich das Blaue nach unten kriege. Aber dann halt so. Ich meine, da wird keine große Herausforderung sein, ne? Also ich weiß nicht, warum ich mir überhaupt die Mühe gemacht habe. Wir kriegen einen Charakter. Ich habe nicht geguckt, was es hier gibt. Aber wie es aussieht, kriegen wir einen Charakter. Und wie es aussieht, heißt der junge Typ hier auch Goku. Und er ist sein Urenkel. Okay. Das ist schön. Mich wundert es immer, warum Pan nie zum Super Saiyajin geworden ist. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Wir haben Super Saiyajin Goku gekriegt. Nicht Super Saiyajin, den Goku GT. Gucken wir direkt mal rein. Was gibt's denn sonst noch so? Goku GT und dann halt ein paar Medaillen. Das ist cool. Und wir können ihn bis Super Saiyajin hochkriegen. Wir machen die zweite Mission auch noch. Und dann lassen wir es mal für gut sein für heute. Denn das sind keine langen Missionen, deswegen kann ich da eben durchwaschen. Und hör zu, Goku. Ich spreche das jetzt in meiner Sprache. Meiner Sprache vor allem. In meiner Stimme und meiner Sprache. Hör zu, Goku. Echte Stärke sind mehr als nur Muskeln. Es ist Mut. Weißt du, was es ist? Es bedeutet, dass du das tust, was du meinst, was richtig ist. Ohne die Konsequenzen zu befürchten. Du bist ein sehr toller Junge, Jo. Du bist genauso wie dein Großvater. Ja, Urgroßvater sogar. Nicht Großvater, weil dann hätte er mit Pan und das wäre ein bisschen komisch und creepy. Und er ist nicht stark, sagt er. Und Grandma Pan ist krank geworden und er geht mit seinem Klassenkameraden Pack. Wer auch immer er ist, kenne ich nicht. Und geht einfach mal los. Um die Dragon Balls zu suchen, um seine Großmutter Pan zu retten. Ja. Wir waschen hier mal eben durch. Hier ist nicht viel zum Einsammeln oder zum Angucken. Ich kenne sie nicht, aber sie wird uns kennen. Ich weiß nicht, warum er so böse guckt, aber ich dachte, das ist unser Kumpel. Ah, das Abendessen ist serviert. Für diese komische Frau. Und sie scheint ein Dämon zu sein, denn sie will uns essen. Mit einer Sichel. What's the actual flick? Ist falsch mit ihr. Ich hätte auch die Hauptstory weiterspielen können, fällt mir gerade auf, aber ist auch egal. Ich habe leider kein Lilan gerade hier unten in meiner Kampfliste, ist aber auch egal, denn sie ist keine Herausforderung. Wie es aussieht, sind wir auf dem Weg zu den Dragon Balls und werden gleich von diesem Dings gefressen. Oder auch nicht, weil wir sie gerade umgelegt haben. Ich frage mich, ob wir Bulmas Tochter auch noch begegnen oder Krillins Nachfahren. Und ja, sie wird uns verschlungen, auch wenn es das Letzte ist, was sie tun wird. Und ja, hat sie sich verpisst. Gut, wir haben gewonnen. Was auch immer. Ich kenne ihn nicht, unseren Kumpel.
Ich meine, ich kenne eine Szene aus nach dem, also wo dieser Goku gegen den Nachfahren von Vegeta antritt. Aber ich kenne ihn dann nicht. Muss ich ehrlich sagen, habe ich nie gesehen. Ich weiß nicht, wer er ist. Vielleicht ist er ein Nachfahrer von Yamcha oder so. Wäre cool, wenn man es erfahren würde, wer er ist. Tut man leider nicht. Aber was wir jetzt tun, ist die Folge beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.